Podcast Spaß. Hallo, ich bin Luca. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Kragujevac. Unser Thema ist Popkultur und Musikgeschichte. Ich habe dieses Thema ausgewählt, weil ich Musik liebe und sie mache. Hallo, mein Name ist Natalia. Ich bin 16 Jahre alt. Ich habe mich für Musik entschieden, weil ich gerne Musik höre. Es kann entspannt, glücklich oder traurig sein. Es kommt wirklich auf das Genre und den Anlass an. Hallo, ich bin Miona und ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Serbien. Mein Thema ist Popkultur und Musikgeschichte. Ich habe dieses Thema ausgewählt, weil ich neue Musik und Lieder mag. Hallo, ich bin Natalia und ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Kragujevac. Ich habe dieses Thema ausgewählt, weil ich gerne die Musik aller Genres höre. Luca, wer ist dein Lieblingssänger? Mein Lieblingssänger ist Michael Jackson, aber auch Freddie Mercury und Elvis Presley. Miona, was ist deine Lieblingsband? Meine Lieblingsband ist Suicide Boys und sie spielen Rap. Mein Lieblingssong von ihnen ist Guter Bravado. Natalia, wie beeinflusst Musik deine Stimmung und Emotionen? Alles hängt vom Genre und der Person ab, die der Musik zuhört. Zum Beispiel Balladen und langsame Musik machen mich traurig, aber diese Traurigkeit kann sich in Wut und Aggression niederschlagen. Auch Indie-Musik kann mich traurig machen, aber ich kann mich auch damit entspannen. Metal und Rock können Wut und Aggression in anderen, aber nicht in mir hervorrufen. Es ist eine Sache, die ich jederzeit und überall hören kann. Und ich bin schön glücklich, Musik zu hören, zu der ich singen und tanzen kann. Es ist in der Regel Poprock und Disco. Luca, befasst du dich mit Musik? Ja, ich spiele Gitarre. Ich spiele Gitarre seit 5 Jahren und das erfüllt mich und macht mich glücklich. Meistens spiele ich Rockmusik, aber im Moment lerne ich auf meiner Gitarre ein Lied aus dem Film Amelie. Miona, besuchst du gerne Websites, die über Schauspieler und Sänger schreiben? In meiner Freizeit lese ich gerne Websites über die Schauspieler und Sänger, denen ich folge. Die Website, die ich meistens besuche, ist Pitchfork. Natalia, kannst du mir etwas deiner Meinung nach etwas über Vor- und Nachteile der Musik sagen? Musik hat wie alles andere auch ihre guten und schlechten Seiten. Zu den Nachteilen gehört, dass die Geräte und Proberäume sehr teuer sind und sich nicht jeder leisten kann. Als jemand, der sich mit Musik beschäftigt, kann ich aus Erfahrung sagen, dass auch Nachbarn wegen des Lärms ein Problem darstellen können. Aber auch Musik kann uns in schwierigen Zeiten helfen und uns helfen, uns besser zu fühlen. Ich glaube, dass Musik einen sehr wichtigen Platz in unserem Leben einnimmt und dass wir uns ihr widmen sollten. Nochmals vielen Dank, dass Sie uns auf dieser musikalischen Reise begleitet haben. Bis wir uns wieder hören, mögen Ihre Tage voller wunderschöner Harmonien sein und Ihre Herzen für immer von der Magie der Musik berührt sein. Hören Sie weiter zu, entdecken Sie weiter und genießen Sie weiterhin die Symphonie des Lebens. Lebe wohl und möge die Musik immer bei dir sein. Meine Eindrücke am ersten Tag waren gemischt. Die Übungen waren interessant und etwas unangenehm,
Aber jetzt, am letzten Tag, habe ich neue Leute kennengelernt und die Arbeit genossen und Spaß gehabt. Dieses Erlebnis werde ich nie vergessen. Ich habe neue Leute kennengelernt und hatte so viel Spaß. Aber das Wichtigste ist, mich auf neue und unterschiedliche Weise ausdrücken zu können.